Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und mal wieder sehen wir hier die Missouri, das Tier 9 Premium Schlachtschiff. Ich hatte mal im letzten Video zu dir gesagt, das ist das einzige Tier 9 Premium Schiff, aber da gibt es ja noch die Black, wobei ich glaube, man muss schon nochmal unterscheiden zwischen der Black und der Missouri vom reinen Skill her, den man braucht, um die zu erspielen. Ja, schau mal, was er hier heute so reißen kann. Dreier Platoon. Wir sehen hier hinten eine Izumo, eine Iowa und ihn hier in der Missouri. Also von dem her einiges am Start. Noch gibt es keine schönen Ziele, für die er sich erwärmen kann. Deswegen lassen wir es noch ein bisschen laufen. So, jetzt gehen wir rein. Denn die Moskwa, das ist definitiv ein schönes Ziel. Jetzt muss er da nur noch die Schüsse ins Ziel bringen. Schauen schon mal gar nicht schlecht aus, aber 4455 ist natürlich jetzt noch nicht so dicke. Da muss noch mehr kommen. Ist natürlich auch kein absolut toller Winkel, den er hier vorfindet. Jetzt nochmal Richtung Atago raus, schauen wir, was da passiert. Wir sehen das Schiff leider nicht mehr, aber wir sehen den Schaden hier oben und auf 8505 hoch, also auch hier knapp 4000 Damage angebracht. So, und auch der hier hat zwar getroffen, aber auch wieder nicht so dramatisch. Also deswegen erst bei knapp 10.000 Damage, aber er hat jetzt auch noch nicht so die wirklich schönen Ziele gehabt. Und er selbst wird hier schon gut aufs Korn genommen. Wir sehen ja, hat schon 18.000 Hitpoints einbüßen müssen im Laufe der Runde. Vielleicht jetzt ja Richtung Moskwa geht da ein bisschen mehr. Und da ist eine Zitadelle geflogen. Und oh, das war richtig Damage. Von 9000 ist er da auf 36.000 Hitpoints hochgesprungen. Solche Treffer will er natürlich haben. Das war ein schönes Ding. Auch wenn wir es leider nicht gesehen haben. Aber das ist ja das Gute an dem Hitlock, dass es da deutlich nachvollziehbar ist, was da passiert. Und jetzt die Iowa. Da sehen wir es jetzt schön und da sehen wir die 9000 Damage auch so, ohne dass wir mitrechnen müssen. So, jetzt wird das erste Mal hier geheilt. Ist auch mittlerweile wirklich sinnig. Kann da den ganzen Damage wieder wegheilen, den er so von der Leiste her gibt. Und er wird auch damit wieder grün, weil er wieder gut über 66.000 Hitpoints kommt. Also damit hat er effektiv gesehen nur knapp 11.000 weniger, als er zu Beginn der Runde gehabt hat. Also das ist schön. Mal schauen, ob die Iowa gleich das nächste Schöne mit sich bringt. Aber leider nur ein Abpraller, keinen Schaden. So, und jetzt hier Richtung Iowa. Vielleicht da nochmal. Oh, schöner Treffer. 28.000 Damage. So soll das sein.
So, und jetzt vielleicht, jetzt hat er da die Aromas schön vor sich fahren. Dürften gut kommen. Aber leider keine Zitadelle. 7155 Schaden. Jetzt sind auf jeden Fall auch die Sekundären schon am Werk. Vielleicht kriegt er da noch einen Brand mal hin. Und jetzt dreht er ein bisschen rein, dass er mit den hinteren Kanonen auch noch drauf kommt. Er selber hat da nicht wirklich schlimme Treffer einzustecken, aber kann nochmal 5800 rausbauen. Das ist schon mal in Ordnung. So, ihm jetzt mal ein bisschen was nach vorne geschossen, denn neben sich kommt er erstmal nicht mehr drauf. Aber da treffen sie die Atago leider nicht, dementsprechend nur ein Wasserschuss. So, jetzt die nächste Iowa, die da entgegenkommt. Und vielleicht ist ja der Name Jackpot Programm, aber er geht erstmal auf den Old Dude. Aber auch leider hier jetzt keine Chance. Und jetzt bringt er sich da in eine gefährliche Position. Denn jetzt ist er dafür sehr, sehr viele Gegner offen und erreichbar. Also da bin ich jetzt gespannt, ob sich das vielleicht rächen könnte. Aber nochmal eine Salve raus und hier fliegt die Zitadelle, 14.000 Schaden. Das sind natürlich die Treffer, die man haben will. Oh, da macht er ihn jetzt weg, aber bekommt zeitgleich auch einen guten Treffer rein. Also da, wie gesagt, muss er jetzt echt aufpassen, dass er hier und lauter dicke Pötte auch, nur die New Orleans vor ihm. Jetzt so ein Schiff, wo man sagt, okay, das dürfte eigentlich machbar sein. Deswegen dreht er jetzt rein, zeigt also der New Orleans jetzt seine Breitseite. Aber das ist halb so wild, besser als den ganzen anderen Dickschiffen da. Und er schießt alle ins Wasser, also schlechter kann man es gar nicht mehr erwischen. So, die New Orleans, die haut jetzt schon da ab. Und jetzt hat er da mit der Iowa ein sehr schönes Ziel. Bewegt sich kaum. Also zumindest von dem her kann man da wirklich super schön drauf schießen. Und dementsprechend gibt es da gute 10.000 Schaden. So, die Iowa fährt da jetzt ihm ein wenig entgegen, sofern man davon sprechen kann. Erstmal kommt dann nämlich noch die Insel. Ein Turm hat es gefeuert, zwei hat er noch zur Verfügung stehen und die sollen wohl Richtung Yamato ballern. Aber die ist da im Rückwärtsgang, da kommt wohl keiner an. Und jetzt seitlich dann da auch hier wieder der Kreuzer, der ihm jetzt behagt. Also man sieht schon, jetzt bekommt er von überall so ein bisschen. Heilen könnte er sich ja aktuell auch, aber macht er noch nicht. Yamato. Nicht schlecht getroffen, aber er bekommt jetzt hier die ganze Zeit von hinten und bekommt jetzt auch Feuer. Also
da nervt ihn der Kreuzer wahrscheinlich mehr, als ihm gerade lieb ist. Macht auch wirklich clever. Hält er hinter der Insel die ganze Zeit hier auf ihn drauf. Und jetzt löscht er auch den Brand. Aktuell ist er nicht mehr zu sehen für den Gegner. Keiner macht ihn gerade auf. Die Atago, die auch das nächste Schiff wäre, fährt hier von ihm weg. Dementsprechend niemand, dem er hier aktuell vors Rohr fahren kann, Gott sei Dank. So, jetzt ist er wieder offen und direkt zwei Türme auf ihm drauf, wie man sieht. Er bleibt auf der Iowa. Die fährt natürlich perfekt zu ihm. Und wow! 40.000 Damage und 3 Zitadellen. So, und jetzt würde ich sagen, mach mal da hinten die New Orleans weg. Die braucht jetzt da auch mal Futter. Er dreht auch schon drauf. Weil jetzt wird das Ding ja zunehmend nervig. Aber nee. Er fährt weg davon. Und sofort rächt sich's, denn die ersten Granaten, die eintreffen, bringen ihn direkt wieder zum Brennen. Also das verstehe ich jetzt gerade nicht so, warum er die so ignoriert und hier nur auf die dicken Pötte gehen will. Also da würde ich auf jeden Fall jetzt die da hinten mal wegmachen. Aber Yamato, muss man natürlich sagen, ist auch ein sehr schönes Ziel gerade. Jetzt direkt wieder am Gegenheilen durch den Brand. Aber leider nur 1350. Also so schön die Yamato gerade gefahren ist, so unschön war hier der Treffer. Also der New Orleans Kapitän, der hat bestimmt gerade seinen Heidenspaß. Er denkt sich, ich kann ja machen, was ich will. Auf mich geht keiner. Ich bin unzerstörbar. Ah, wieder nichts Zählbares auf die Yamato. Das Spiel selber ist nach wie vor unglaublich knapp. Also beide Seiten haben noch 6 Schiffe. Sein Team hat 2 der 3 Cap Zones. Das Gegnerteam hat einen. Also da kann man noch wirklich keinerlei Gewinner irgendwie ausmachen. Und jetzt macht er die Yamato weg mit einer schönen Zitadelle, so wie es sein soll. Und jetzt die nächste Yamato, die da schon auf ihn wartet. Hitpoint-technisch deutlich in Führung liegend. 50.000 Hitpoints zu ihnen mit 27.000. Schaden. Und da kommt noch die Atago rum. Und wir sehen jetzt Brenda und hat nochmal einen dicken Treffer kassiert. Da muss er jetzt natürlich löschen und sollte auch möglichst gleich seine Heilung an den Start bringen. Macht er auch. Atago dreht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Nee, doch nicht. Ich dachte, der Schwenk könnte weitergehen. Pendelt dagegen. Und dementsprechend auch nur 4.455 Schaden. Und er parkt sich jetzt wohl in die Insel und das ganz bewusst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geplant war, weil da war die Insel einfach viel zu nah, als dass man das nicht gesehen hätte. So, die Atago kommt hier gleich wieder rum. Also das hat er jetzt clever gemacht, dass er da erstmal so ein bisschen das Ganze hier rausnimmt und er sich jetzt nicht als zu große Zielscheibe präsentiert. Und jetzt wollte ich gerade sagen, sollte auch die Atago gleich da sich präsentieren. So, die Atago muss da natürlich ein bisschen reindrehen. Und dementsprechend hier jetzt 10.000 Damage. Das war so eine Größe, die er einfach braucht. Hinter in die New Orleans weiterhin. Und da will er jetzt erstmal ein bisschen weg. Und von hinten auch die New Orleans weiter hier auf ihm drauf. Wie gesagt, das war so das einzig Merkwürdige. Ich hätte die schon viel früher rausgenommen. Einfach um diese Unsicherheit
da aus dem Spiel zu nehmen. Aber wir sehen, langsam wird's klar. Sie haben nur noch 100 Tickets. Nur noch 60, bis die Runde gewonnen ist. Und vielleicht geht da noch was mit der Yamato. Ich verabschiede mich aber schon mal. Sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir schauen uns jetzt hier noch den letzten Hit an. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.